Allen Grund zum Feiern hatten am Donnerstagvormittag die Befürworter des neuen Tunnels für die Darmsheimer Nordumfahrung. Nach nur 7 Monaten Bauzeit stachen die Bergleute bereits durch den Fels und sahen das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels. Verkehrsminister Winfried Herrmann lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Landkreis und Landesregierung bei dem 31 Millionen Euro teuren Bauprojekt. Aber baut auch Tunnelstollen und auch diese Tunnel hat zahlreiche Sprengungen natürlich verlangt. Und das ist nach einer letzten Sprengung brach sich der Bagger durch die Gesteinsschicht. Kurz darauf erblickten die Bergleute von der anderen Seite das ersehnte Tageslicht. Gemeinsam mit der Darmsheimer Tunnelpatin Beate Meyer feierten die Mineure diesen besonderen Moment. Jetzt verweisen wir unser Feld zum alle hin. Auf einen Namen allerdings wartet der Tunnel noch. Diesen sucht Darmsheim in einem Ideenwettbewerb. Der Gewinner soll im Frühjahr verkündet werden. Jetzt pass auf. Habt ihr mich noch mit drauf? Hier drüben. Hier. Glück auf. Im Anschluss an den Vororttermin in der Kälte durften sich die Anwesenden noch in der Ton- und Festhalle Darmsheim mit einer warmen Suppe stärken.